gucken, was wir hier haben. Oh Gott, oh Gott. Alter. Meine Fresse. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmer und ich begrüße euch wieder recht herzlich bei The Evil Within 2. Jawohl. Wir sind wieder in einem Safe Room. Können wir mit ihr quatschen? Aber ich glaube, die hat keine neue Information für uns, ne? Ich hätte noch ein paar Fragen, bevor ich gehe. Nee. Haben wir alles ausgeplaudert? So, jetzt dürfen wir wieder gehen. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. So. Ich glaube, wir müssen wieder da rein, ne? Ins okay. Mark. Hoffen wir, dass das Mark noch da ist. Ja. Durchquere das Mark und finde einen Weg zurück zu O'Neill. Ja, gucken wir mal, dass wir zu O'Neill wieder gehören, ne? Einen Weg wieder zurück zu O'Neill finden. So, Dille. Ah ja. So. Passwort wieder eingeben. Na. Busengrabscher. So, okay. Das mag Anlagen. Okay, hier haben wir wieder Sachen, die wir einsammeln. So, Waffenteile haben wir hier auch. Das ist schon mal sehr gut. Was haben wir hier? Oh, Verflüssiger. Diese tragbare Verflüssiger... Einheit wird in Laboren verwendet, um Gase durch Kühlung zu verflüssigen. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Okay, cool, was Neues. Schön. So, okay, dann gehen wir mal hier raus. So, und gucken mal, ob wir hier fündig werden. Das ist nämlich die große Frage. So, hier ist auch wieder was. Jawohl, Nägel, okay. Hier kommen wir nicht raus. Warte mal, hier ist wieder was. So. Ah ja. Mal wieder gucken. Oh, das war ja einfach. Oha. Scheiße. Theodor muss hier gewesen sein. Vielleicht habe ich deshalb O'Neill nicht erreicht. Hoffmanns Unterschlupf ist in der Nähe. Ich sollte mal nachsehen. Oha. Sykes? Oh Gott. Noch ein... Als Relikt aus der Zeit von Handykameras. Die Mitglied erwischt. Ich hätte auf ihn hören sollen. Ihm helfen sollen. Ach ja, das ist hier der, wo Kronk gesprochen hat. Oh, den hat's jetzt erwischt. Dumm gelaufen. Wirklich dumm gelaufen. So, jetzt gucken wir mal da rein. Hallihallo. Oh, da ist noch einer. Der hat eine Spritze, aber die ist bei uns voll. Aber das können wir rausschieben. Und dann können wir da rein wahrscheinlich. Gehe ich mal fest davon aus. Ja, lass mal los. Guck mal. Das Licht sollten wir aber hier anlassen. Aha. So. Was haben wir hier Schönes drin in dieser Box? Ja, lauter nette Sachen, die wir uns einsammeln. So. Schießpulver, alles so. Aber sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr Nützliches drin. Was öffnen? Was? Ach so, hier ist eine Schublade noch. Okay. Nochmal Schießpulver, alles klar. Weiß nicht, wenn hier wieder so einiges zum Einsammeln ist und erstmal nichts passiert. Weiß nicht, das verheißt irgendwie nichts Gutes. Weiß auch nicht. Oh Mann. Diese Blutspur verheißt auch nichts Gutes. So, naja. So, erstmal zuschließen, genau. Hoffmann, hast du. Sind Sie da?
Hoffmann? Noch ein Signal. Oh. Was ist hier passiert? Ja, genau. Dem gehen wir mal nach. So, was hier passiert? O'Neill hat seinen Unterschlupf verlassen und sich in ein Sperrgebiet begeben? Das sieht ihm nicht ähnlich. Untersuchen? Okay. Computerdatei, Hoffmans Notizen. Zeit innerhalb des STEM oder STEM war schon immer ein recht kniffliges Konzept. Das Verschwinden des Kerns und der Zusammenbruch von Union haben es jedoch noch um einiges verschlimmert. Die Veränderungen hier wurden sogar noch heftiger, als Sebastian aufbrach, um Stefano gegenüberzutreten. Er ist wohl gescheitert. Mit den Überwachungskameras konnte ich alles genau im Auge behalten. Nicht nur Union verändert sich. Die Zerstörung hat sich auch auf das Mark selbst ausgeweitet. Es formt sich um, wird modelliert. Gegenstände erscheinen wie aus dem Nichts. Kreaturen, die sich jeder Vorstellungskraft entziehen, wandern durch die Gänge. Werde diesen Unterschlupf erst verlassen, wenn ich einen verdammt guten Grund dafür habe. Aber wer weiß, wie lange ein Unterschlupf hier drin noch Sicherheit bieten kann. Mhm, okay. So, Sicherung haben wir auch mitgenommen. Käffchen vielleicht? Käffchen geht immer, wie ich schon immer sage. Ich hätte gern die Tasse. Mal gucken, irgendwo, bestimmt in irgendeinem Nerdstore gibt es die Tasse. Die besorge ich mir definitiv. Ich sammle nämlich auch gerne Tassen. Mhm. So, dann schauen wir mal. Hier müssen wir, glaube ich, nicht lang. Wir gehen erstmal wirklich da lang, wo die Erscheinung da war. Die Box können wir aber wahrscheinlich nicht öffnen. Okay. Kein Problem. Folge Hoffmann, um herauszufinden, wo sich O'Neill aufhält. Genau. Genau. So ein bisschen schneller rennen. Ja. Oh, hier ist wieder was. Oh, da fehlt ein bisschen was. Und da haben wir, glaube ich, eine neue Tasche. Yeah. Jetzt gehen 13 Stück rein für Schrotmunition. Sehr, sehr geil. Richtig, richtig gut. So, okay, dann schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Hier ist ein Elevator. Den können wir sogar benutzen, aber wir gehen erstmal in diesen Raum hier. Mal gucken, was wir hier haben. Oh Gott, oh Gott. Alter! Meine Fresse. Mir war es ja fast klar, dass der aufsteht, aber... Uah, meine Fresse. Hallo? Oh, denk schon, auf was wartet er denn? So, da ist wieder grüne Flüssigkeit. Den haben wir denn? Oh, noch nicht so viel. Lohnt sich noch nicht, wenn ein Spiegel auftaucht. Müssen wir noch ein bisschen mehr sammeln, dass es wieder sich lohnt zum Skillen. So, okay. Mhm. Gut, 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 gut. So, jetzt gehen wir erstmal zum Elevator. Drücken da drauf. So. Na gut, dass wir nichts auswählen müssen. Ich hätte jetzt überhaupt keinen Plan, wo es jetzt lang geht, aber egal. So. Fahrstuhl ist irgendwie immer beängstigend. Keine Ahnung. Und einer, wo flackert, erst recht. So, der geht hier auf. Wow, okay. Geheimlabore, auch nicht schlecht. Anscheinend haben sie hier zusätzlich gesichert. Ja, ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt, aber es wird einen guten Grund haben, warum das so gesichert ist. Definitiv. Holy shit. So. Oha. Okay. Krass. Sehr gut beleuchtet. Hm. Richtig, richtig gut. So. Okay, hier geht die Blutspur weiter. Diese ganzen Tanks. Was ist das? Ja, was ist das?
Das ist mir nicht geheuer, du. Caution, do not touch. Okay, wir touchen hier auch nichts. Würden wir wahrscheinlich die Krätze kriegen. Oha, Leichensäcke. Das ist alles nicht so original, wie es scheint. Ja. Okay, so. Hier haben wir einfach mal grünes Gel to go. Gehen wir da an den PC? Nee. Können wir nichts machen. Ich glaube, ansonsten ist hier allgemein nichts. Es wird uns zwar immer wieder was angezeigt, aber ich glaube nicht, dass wir hier was anwenden können. Aber ich glaube, wir können bestimmt durch diese Tür. Jo. So. Oh mein Gott. Kranke Shit, Alter. Mein Gott. Kommst du dir vor wie in so einem... Oh. Warum wollte mich Liam hier treffen? Einheiten der Branche erkannt. Zutritt gewährt. Na klar, ist Zutritt. Ohne einen dieser Chips komme ich nicht weiter. Es muss hier doch irgendwo einen geben. Einen Chip? Ja, schon möglich. Schauen wir mal. Schauen wir mal, das sehen wir schon, okay? Oh. Ja, mei. Kommt die einfach so aus dem Glas gesprungen? So. Ja, mal gucken, ob hier im Lab 1 vielleicht irgendwo ein Chip ist. Nope. Hier gibt es nur Spritzen. Ah, ist wieder ein Verflüssiger, okay. So. Was haben wir hier? Ah, rotes Gel, sehr, sehr geil. Bricht Studien zu Anomalien. Das Phänomen verbreitet sich weiter. Wir nutzen den gesamten Laborflügel im Markt nur für die Studien dieses Phänomens. Die Verwandlungen der Einwohner erfolgen schnell, brutal und auf morbide Weise. Sie mutieren zu Gestalten, die nicht einmal mehr humanoid sind. Sie haben jegliche Ähnlichkeit mit dem Menschlichen verloren. Wir bezeichnen betroffene Einwohner als sogenannte Verlorene. Wir haben festgestellt, dass sie in der letzten Phase vor der Metamorphose denken, von einer unsichtbaren, aber unausweichlichen Macht verfolgt zu werden. Sobald sie dieser Macht erliegen, beginnt ihre Verwandlung. Stem ist ein künstliches Konstrukt. Hier gibt es keine Viren, Bakterien oder Infektionen. Das Phänomen der Verlorenen ist deshalb ein mentaler Prozess. Wir tappen immer noch im Dunkeln darüber, wie es sich verbreitet und wer sich als nächstes ansteckt. Vielleicht war der Auslöser schon in den Probanden vorhanden, bevor sie in dem Stem getreten sind. Weitere Forschung ist dringend notwendig. Okay. Ja, ist alles nicht so ohne. Alter Schwede, ey. Kriegt man schon alleine Gänsehaut so. Also in der Leichenhalle wollte ich nicht arbeiten. Definitiv nicht. So. Aber gut, der... Achso, das war die hier. Wo der rausgesprungen ist, genau. Warte mal. Can I have some light? So, ja, genau. So. Wo ist denn die gute Schlüsselkarte? Oh. Der sieht ja noch relativ frisch aus. Aber der ist hin. Und der kann uns leider nicht helfen. Der hat leider keinen Schlüssel. Aber da geht's auch hoch, okay. Aber wir bleiben noch ein bisschen unten, um nochmal zu gucken, ob, um hier wirklich alles zu untersuchen. Aber ich glaube, hier war ich schon, ne? Ja. Ich glaube schon. Nee, war ich doch nicht. Hier ist nämlich noch grünes Gel. Hier ist noch eine Sicherung, okay. Oh oh, irgendwas hat sich getan.
Irgendwas ist hier. Oh oh. Holy moly loly. Oh oh. Oh oh. Ah, okay. Bist du ruhig? Wolltest du dich an dem vergehen? Unglaublich. Ich lobt das ja wohl nicht. So, ach komm, wir gehen mal hoch. Wir gehen einfach mal hier hoch. Okay, hier sind wahrscheinlich auch irgendwelche Bad Zombies. Oh yeah. Du bleibst liegen. Brav. So, wer macht denn hier so einen Krach? Hallo? Ah ja, okay. Mahlzeit. So, einmal. Nachladen. Zweimal. Wow. Alter. Alter Verwalter. So. Das wäre mal jetzt geil, wenn wir jetzt mal die Karte da finden würden, ne? Oh, das wäre mal richtig geil. Richtig awesome. So. Aber ich glaube, hier waren wir jetzt schon tatsächlich. Warte mal. Lab 2, genau. Im Lab 2 waren wir noch nicht. Vielleicht werden wir hier fündig. Warte mal. Nützt es was, wenn wir... Nee. Warte mal, wo waren nochmal... Dingens. Nee. Ah, hier ist ein Pflänzchen. Warte mal, hier können wir wieder was machen. 20% von Unions Bevölkerung hat sich bereits verwandelt. So. Unsere Anstrengungen waren umsonst. Der Kern entkam vor weniger als einem Tag. Nach nur wenigen Stunden erhielten wir Berichte über immer mehr Verlorene. Wir sind jetzt überall. 20% von Unions Bevölkerung hat sich bereits verwandelt. Und sie jagen und töten alle, die noch am Leben sind. Es ist ein Albtraum. Wenn das so weitergeht, ist in 2 Wochen keine mehr da. Wir haben den Kontakt zu Mobius verloren. Wir sitzen hier fest. Mit Verlorenen. Es kann nicht mehr gestoppt werden. Das ganze Union-Experiment wird scheitern. Wir sind alle verdammt. Tut mir leid. Oh, hier blinkt was. Das ist schon mal sehr geil. Oh yeah. Ist es eine neue Tasche oder was ist das? Ah, es ist wieder nur eine neue Tasche. Okay. Aber für mehr Spritzen ist auch cool. Ich dachte schon, wir hätten jetzt endlich die Karte gefunden. Schade. Egal. Ist auch wichtig, ne? Ja. So. Schießpulver haben wir jetzt mittlerweile genug. Aber ich glaube, in diesem... Ja, hier finden wir sonst nichts mehr, glaube ich. Nö, nö, nö. Okay. Gehen wir hier wieder raus. So. Schau mich nochmal hier hinten um. Aber ich glaube... Oh, da ist auch noch Lab 3. Genau, da waren wir auch noch nicht. Gehen wir natürlich auch lang. Machen wir, hier ist auch noch was. Wollen wir ja nicht vergessen, ne? Warum leuchten da die Augen noch so? Guck mal, wie krass. Ist witzig. Irgendwie. Würde ich sagen. Naja. So. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Ja, genau. Rustikal die Tür aufgemacht. So. Hier ist doch auch irgendwas. Hier ist doch bestimmt was. Wir machen auf jeden Fall das Licht an. So, was haben wir da vorne? Sind wieder Waffenteile. Okay. Okay, wollen wir, wir können hier aufmachen. Was haben wir denn hier? Okay. Okay. Krass. Hä? Hier können wir was machen. Nutzen. Oh, fuck. Okay. Ich habe keinen Code. Okay. Na toll. Brauchen wir wieder einen Code? Vielleicht ist er irgendwo. Vielleicht im Computer. Erstmal wieder grünes Gel geschnappt.
So. Ach, guck mal da. Ist vielleicht das 0128. 0128. Sollen wir das mal eingeben? 0128. Okay, mal sehen, was passiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So wie im, alter Schwede. Oh. Okay. Ja. Nice, warte mal, hier blinkt irgendwas. Einheitszerebralchip. Dieser elektronische Chip wurde dem Mobius Operative ins Gehirn eingepflanzt. Ach, guck mal da. Oh. Zum Glück ist er schon tot. Ich muss aus diesem Labor raus. So, oh. Oh oh. Oh oh. Was denn jetzt? Oh oh. Ist da jemand drin? Ich wollte doch nochmal einen Computer. Computerdatei, Studie über ein Operative. Unsere schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Das Phänomen der Verlorenen hat sich auf die Mobius Operatives ausgeweitet. Wir hatten schon vermutet, dass die Verwandlungen ein Ergebnis der Gedächtnisüberschreibungen sind. Allerdings wurde das der Operatives nicht angetastet. Wir haben es geschafft, einen betroffenen Mobius Operative unter Quarantäne zu stellen und zu eliminieren, bevor er sich verwandeln konnte. Vielleicht hat ihn der Kontakt zu so vielen toten Verlorenen in der Gruppe anfällig für das Phänomen gemacht. Die Frage ist nur, was genau war der Auslöser? Vielleicht ist es auch nur ein Zufall. Wir werden seinen Einheitszerebralchip entfernen und hoffen, durch ihn neue Daten zu erhalten. Jo, das habe ich jetzt gemacht. Das Entfernen intakter Zerebralchips ist mit dem Extraktionsgerät möglich. Der Ablauf ist automatisiert und relativ simpel. Dazu legt man die Person einfach auf die Barre und gibt dem Aktivierungscode 0128 ein. Haben wir gemacht. Wenn sein Chip noch nicht entfernt ist, kann ich damit durch die Tür kommen und Hoffmann finden. Ja, so. Oh. Warte mal, wir starten uns mal mit der Shotgun aus. So, erstmal nachladen. So, was haben wir hier? Also haben wir alles schon aufgeladen, ist voll. So, hier ist irgendwas nicht so, wie es sein sollte. Ich glaube, wir gehen wieder. Ach, da ist wieder so ein anderes Vieh. Oh, wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo treibt denn das sich rum? Ist es da unten oder wo ist es? Oh. Oh, da krieg ich echt Gänsehaut, ja. Ich glaube, das ist unten, ne? Ja. Das ist unten. So. Gehen wir mal runter. Oh. So. Ruhe im Karton. Ah, ist geil, dass wir hier schon gut Gel einsammeln. So. Alright. Wo bist du denn? Defekter Verteilerkasten. Defekter Verteilerkasten können kurzzeitig wieder zum Laufen gebracht werden, indem du einen Schockbolzen mit der Hütte am Brust abfeuerst. Könnten wir tun. Aber ich will erstmal jetzt das kranke Viech da finden. Was da rumkreucht und leuchtet. Oh Gott, ich glaube, ich hab's gefunden. Oh ja. Oh Gott, ist das assi. Irgendwas sieht mich, aber ich sehe. Ah, da ist es, oder? Immer da, wo die grünen Wolken sind. Hä? Alter. Das ist ja mega verwirrend. Boah, das ist creepy as fuck. So. Erstmal hier. Oh Gott. Oh Gott, fuck. Ah, da ist es.
Ah, wow, wo kommst du jetzt her? Alter. Oder auch Zeit. Gut. Hoffentlich hole ich Hoffmann und O'Neill noch ein. Nein. Hä, was? Ich hab... Fuck. Oh Gott. Oh Mann. Okay. Nein, nein. Alter. Free Devil. Oh mein Gott. Acne as hell. Oh. Ah. Holy Diver. Holy shit. Fuck. Oh Gott. Ekelhaft und widerlich. Alter, warum sind da jetzt auf einmal so viele? Jetzt müssen wir wieder da raus. Oh Mann. So, okay. Wir haben ja noch das. Gut. Aber ich würde sagen, die schnappen wir uns dann in der nächsten Episode, wenn es dann wieder heißt The Evil Within 2. Wenn euch diese Episode gefallen hat, ne, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal. Und dann schnappen wir uns die Zombies. Jawohl, gemeinsam. So machen wir das. Okay, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.